Mallorca ist wahrscheinlich das beliebteste deutsche Reiseziel, wenn es heißt Strand, Party, Sonne und Meer. Was viele aber nicht wissen, die Insel hat auch Berge. Die Serra de Tramuntana bezeichnet das Gebirge, welches parallel zu Mallorcas Nordwestküste verläuft. Wer dieses überqueren möchte, stößt auf den Trockenmauerweg bzw. den GR221. Von Port Andratx im Westen führt der Weg über 140 Kilometer und 6500 Höhenmeter bis nach Pollença im Nordosten der Insel. Wir haben schon länger Bock auf diese Herausforderung gehabt und so ging es für Sepp. Hauptsache hoch, weit und anstrengend. Dani. Das mache ich nicht mehr. Und mich. Wie will man denn hier mit einer Hand und 20 Kilo hochkommen? Anfang Mai ab in den Süden. Seid gespannt, was uns auf unserem ersten Fernwanderweg durch Mallorca erwartet. Kleiner Spoiler, es wird steinig und schwer.